Hallo zusammen, kennen wir uns? Stellt euch vor, ihr seid auf einer Party, habt keine Drogen genommen und trotzdem sehen alle Leute so aus. Willkommen in der verwirrenden Welt der Gesichtsblindheit. Und willkommen zu diesem Video, in dem wir die Frage klären, wie ist es, gesichtsblind zu sein? Und was weiß die Forschung darüber? Also, gesichtsblind zu sein ist nicht genauso wie auf dem Bild, aber es ist ähnlich. Alle haben Gesichter, Augen, Nase, Mund, alles da. Und trotzdem ist es ganz schön schwer, sich irgendwen zu merken. Wenn ich mir jetzt ein neues Getränk holen und zurückkommen würde, wie weiß ich, ob ich mich dieser Person schon mal vorgestellt habe oder nicht? Wie finde ich das jetzt am besten raus? Also ich meine, ich könnte fragen, aber das ist mir meistens zu peinlich. Ich könnte versuchen, die andere Person am Geruch wiederzuerkennen. Dazu müsste ich allerdings unhöflich nah rangehen. Und ich finde es schon seltsam, wenn Leute sich im Kino in meine Reihe setzen, besonders wenn der Saal komplett leer ist. Auch ein bisschen zu peinlich. Ja, es wäre schon praktisch, wenn ich mir das Gesicht gemerkt hätte. Denn am Gesicht können wir mindestens 1000 andere Menschen erkennen. Im Durchschnitt sogar 5000. Also die meisten von uns können das jedenfalls. Ich nicht. Mein Name ist Ralf, ich bin gesichtsblind. Wobei das Wort gesichtsblind eigentlich ein bisschen blöd ist, denn Gesichtsblinde sind ja nicht blind für Gesichter. Ich kann Gesichter schon als Gesicht erkennen. Oder eben auch alle anderen Kombinationen von Punkt, Punkt, Komma, Strich. Deshalb ist der Fachausdruck Prosopagnosie. Das heißt so viel wie Gesichter-Nichterkennizität. Aber weil das den meisten nichts sagt, kann man damit schlecht auf einer Party erklären, warum man sich nach jedem Getränk neu vorstellt. Und auch bei anderen feierlichen Gelegenheiten ist so eine Prosopagnosie echt erschreckend. Zum Beispiel im Krankenhaus, wenn das erste eigene Kind auf die Welt kommt. So, mir haben erfahrene Eltern immer gesagt, was für eine einzigartige Verbindung zwischen Baby und Eltern entsteht. Die haben gesagt, du wirst dein Baby unter Tausenden sofort wiedererkennen. Tja. Da saß ich dann nach der Geburt mit meinem Baby im Arm, hab in dieses süße Gesicht geguckt und konnte einfach keine wiedererkennbaren Merkmale ausmachen. Ich dachte nur, wenn ich jetzt aus dem Zimmer gehe, mir ein neues Getränk hole, wieder reinkomme und in der Zwischenzeit dieses Baby ausgetauscht worden wäre, ich würde das nicht merken. Das war wirklich eine schreckliche Erkenntnis. Es hat sich mittlerweile etwas gebessert. Das heißt, ein Kinderaustausch wäre jetzt so ohne weiteres nicht mehr möglich. Aber das ist nicht bei allen Gesichtsblinden so. Und weil offenbar auch eine erbliche Komponente im Spiel ist, gibt es gesichtsblinde Kinder mit gesichtsblinden Vätern oder Müttern. Und die berichten davon, dass es richtig schwierig ist, ihr Kind von der Schule beispielsweise abzuholen. Da müssen dann beide eine auffällige Mütze tragen. Man will ja nicht mit einem Schild vor der Schule stehen, wie auf dem Flughafen. Gesichtsblindheit ist eine seltene Sache. Nur ungefähr 1-2,5% aller Menschen sind gesichtsblind. Wobei selten ist dann doch noch ganz schön häufig. Denn das heißt, dass es im deutschsprachigen Raum 1-2,5 Millionen Gesichtsblinde gibt. Das bedeutet, wenn dieses Video 350.000 Leute sehen, sind also zwischen 3.500 und knapp 9.000 von euch auch gesichtsblind. Alle, die sich jetzt gerade gewundert haben, wer ist denn dieser Typ, der überhaupt nicht aussieht wie Ralf? Glück gehabt. Ihr seid wahrscheinlich nicht gesichtsblind. Tja, und alle, denen nichts aufgefallen ist, vielleicht habt ihr auch gerade einfach nur nicht richtig hingeguckt. Und das zeigt auch schon, wie schwierig es ist zu merken, dass man selbst gesichtsblind ist. Anders als bei einer Rot-Grün-Sehschwäche gibt es keine Testbilder im Biobuch. Viele Gesichtsblinde glauben von sich, dass sie einfach nur nicht richtig aufpassen oder zerstreut sind. Und leider denken das auch viele Normalsichtige über die Gesichtsblinden. Ist ja auch verständlich. Wenn ich zum 10. Mal zu jemandem sage, tut mir leid, ich kann sie gerade nicht so richtig zuordnen, und der zum 9. Mal sagt, Ralf, ich bin dein Chef beim WDR, dann liegt der Verdacht schon nahe, dass ich einfach unglaublich arrogant bin und mich null für andere Menschen interessiere. Ist natürlich nicht so. Lustigerweise, seitdem ich einen Hund habe, kann ich Leute relativ verlässlich wiedererkennen. Zumindest im Park, an deren Hunden. Sind Hunde leichter zu unterscheiden als Menschen? Ist es leichter, 5000 Hunde zu unterscheiden als 5000 Menschen? Das ist in der Forschung eine überraschend wichtige Frage. Also genau genommen lautet die Forschungsfrage ein bisschen anders. Nicht, was können wir leichter wiedererkennen, Hunde oder Menschen? Sondern, gibt es im Gehirn eine besondere Fähigkeit nur für das Wiedererkennen von menschlichen Gesichtern?
Bei Gesichtsblinden würde dann genau diese eine Fähigkeit fehlen oder schlechter funktionieren. Hunde oder Automarken oder Möbel könnten Gesichtsblinde genauso gut erkennen lernen wie andere auch. Oder aber es gibt dem Gehirn nur eine allgemeine Irgendwas-Erkennfähigkeit. Das heißt, wenn ich von Aliens entführt würde, die gar keine Gesichter haben und sich gegenseitig an ihren Tentakeln erkennen, würde sich mein Gehirn einfach umstellen auf die neue Aufgabe nach gewissen Anfangsschwierigkeiten. Welche von diesen Theorien jetzt stimmt, ist immer noch umstritten. Dabei wird an der Gesichtsblindheit schon länger geforscht. Anfangs war das gar nicht so einfach, weil es kaum Testpersonen gab. 50 Jahre lang dachte man, das Problem kommt nur ganz selten vor, als Folge von Gehirnverletzungen. Das hat sich erst um die Jahrtausendwende geändert, und zwar durch das Internet. Dort haben die Gesichtsblinden zufällig festgestellt, dass sie gar nicht allein sind mit dem Problem. Und das war damals im Internet genauso wie heute. Sie haben sofort Gruppen gegründet und Erfahrungen ausgetauscht. Ein paar Jahre später haben dann auch Forschungsteams Anlaufstellen im Internet angeboten und nach Testpersonen gesucht. Erst dadurch stellte sich raus, dass die Wissenschaft bis dahin nur einen winzigen Teil aller Gesichtsblinden überhaupt zu sehen bekommen hatte. Ihr könnt gern in die Kommentare schreiben, ob ihr eher zu den Gesichtsblinden gehört oder zu den anderen. Das würde mich interessieren. Die anderen, ja, das sind nämlich die Super Recognizer. Das ist zufällig bei der Forschung auch rausgekommen. Es gibt Leute, die sind genau das Gegenteil von gesichtsblind. Super Recognizer. Klingt wie ein Bandname. Die haben sich 2009 selbst bei den Gesichtsblindheitsforschungsteams gemeldet und gesagt, hey, erforscht uns doch bitte auch mal. Super Recognizer erkennen jedes Gesicht wieder, das sie irgendwann mal im Vorbeigehen gesehen haben. Das klingt für uns so gar nicht, Recognizer, erstmal beneidenswert, ist aber auch nicht einfach. Super Recognizer sagen, dass sie oft so tun, als würden sie andere nicht wiedererkennen, weil es den anderen Leuten einfach unheimlich ist, wenn man sagt, na klar kenne ich dich, du warst vor 12 Jahren auf dem Lionel Richie Konzert, zusammen mit 5000 anderen Menschen. Dass es diese Super Recognizer gibt, spricht dafür, dass Gesichtsblindheit keine Krankheit ist, sondern nur das eine Ende eines Spektrums. Da sind alle die, die niemanden erkennen können, und da sind alle die, die das super können. In der Mitte der normalbegabte Rest. Aber trotzdem wäre es eben schön zu wissen, was da genau im Gehirn bei den einen besser und bei den anderen schlechter funktioniert. Und daran wird seit 20 Jahren vermehrt geforscht. Jetzt wissen wir zwar immer noch nicht, warum ich gesichtsblind bin, aber zumindest können wir genauer herausfinden, ob das einfach so ist oder ob ich vielleicht doch bloß zu faul bin, mir irgendwas zu merken. Forschungseinrichtungen arbeiten an verschiedenen Testverfahren. Diese Tests kann man zum Teil auch im Internet machen. Falls jetzt jemand denkt, gesichtsblind, das könnte einiges erklären. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Was uns Gesichtsblinde bei den Forschungsergebnissen natürlich viel mehr interessiert, ist sowieso die Frage, kann man das Erkennen eigentlich irgendwie trainieren? Ist leider bisher noch nicht klar. Bis auf Weiteres müssen wir uns also mit Tricks behelfen. Das heißt, man trifft jemanden zum ersten Mal und prägt sich ganz schnell irgendeine Merkhilfe ein. Zum Beispiel Ralf, wie Alf, mit Brille. Da muss man nur den Rest des Abends Ralf, Alf, Brille, T-Shirt murmeln und hoffen, dass niemand das gleiche T-Shirt hat. Und dass mir nicht kalt wird und ich mir was drüber ziehe. Viel Glück. Vielleicht gehört ihr zu denen, die keine Probleme mit Gesichtern haben, aber dafür mit Namen. Woran das liegen kann, das erzähle ich ein anderes Mal. Aber hier schon mal der beste Tipp überhaupt, um aus jeder Namensverlegenheit rauszukommen. Sagt einfach, wie war nochmal dein Name? Ralf. Ja, den Vornamen weiß ich, den Nachnamen. Kaspers. Genau. Jetzt weiß ich's wieder. Ich wünschte, das wäre bei den Gesichtern auch so leicht. Schreibt mal, wie es bei euch ist, und wir erkennen uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Tschüss.